Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Devil May Cry 3. Im letzten Part haben wir den Clown mal wieder bekämpft. Und ein Objekt abgegeben, das unsere Lebenskraft mal wieder ausraubt. So, mal schauen. Wo wir jetzt hinkommen. Ah, in die unterirdische Arena. Okay. Okay, ich verstehe es gerade nicht ganz. Komm schon. Okay, das ist gar nicht gut. Verdammt. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Leben. Ich glaube, Weihwasser bringt bei dem Gegner nichts. Das Ding bleibt nicht stehen. Ne, jetzt bleibt es wieder stehen. Ah, verdammt. Okay, und es hat sich schon mal wieder hochgeheilt. Verdammt. Okay, das war jetzt unfair. So, komm schon. Na, es fällt wieder um. Wieder warten, bis stehen bleibt. Ah, eigentlich ein relativ simpler Kampf. Heißt eigentlich zumindest. Nur aufpassen, dass es mich nicht wieder umläuft.
oder umwirft. So, komm schon. Jetzt ist das Pferd dran. Oder noch nicht. Ja, irgendwelche komischen Kugeln. Ja, von denen sollten wir uns, glaube ich, nicht treffen lassen. Okay, scheinbar haben wir jetzt die Kraft Quicksilber erlangt. Spezielle Kraft, mit der Garion die Zeit kontrolliert. Bei diesem Stil haben sie im Kampf mehrere Möglichkeiten, diverse Taktiken und Kombos auszuprobieren. Okay, ist ein neuer Stil. Ah, okay. Habe ich nicht erwartet, dass man hier auch noch andere Stils freischaltet. Ich dachte mir, es wäre jetzt irgendwie eine Devil Trigger Fähigkeit. Okay, das sieht nicht gut für uns aus. Scheinbar hat sich Watchler jetzt eine neue Kraft zugelegt. War klar, dass das ein B-Rang ist. Bei so vielen Bs. So. Ja, dann starten wir mal die nächste Mission.
Auftrag 13. Willkommen im Chaos. Blutiger Kampf unter Brüdern. Ja, scheinbar wieder ein blutiger Kampf unter Brüdern. So. Mal schauen. Quicksilver. Time Lag. Schicken Sie Ihren Gegner eine Zeitreisewelle, die anderen Bewegungen verlangsamt, während sie extra schnell werden. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt verstehe ich auch, wie man die Sense zum Beispiel aktiviert. Oder bessere Kombos zusammenbringt. Ja, da bekommt man auch noch ein paar mehr Techniken. Ah, nee, ich wollte gerade nicht Royal Guard ausrüsten. Ich bleib beim Trickster. Da, so viel ich verstanden habe, muss man für Quicksilver den Gegner wieder fokussieren und das möchte ich nicht so gerne. So. Gute Frage, holen wir uns jetzt noch eine violette Kugel oder eine gelbe Kugel? Ich meine, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel noch geht oder ob wir jetzt schon am Ende angekommen sind. Und ich weiß auch nicht, wie stark das Virtual in der Zwischenzeit ist. Ah, holen wir uns noch eine violette Kugel. Wenn wir schon dabei sind und beginnen den 13. Auftrag. Ja, wieder ein paar Statuen. Okay. Die Statue kann Feuer schießen. Und da kommen noch mehr Statuen. Komm schon. Okay. Und wir müssen noch tiefer runter in den Keller. Obwohl es schon so aussieht, als hätte Virgil das Portal aktiviert zur Dämonenwelt. Und ich habe doch gerade was gesehen. Geheimauftrag 8. Harte Kerle, vernichten Sie alle Gegner. Okay, das kann ich ja noch schaffen. Nachdem ich sonst keine Geheimaufträge schaffe. Beziehungsweise die meisten übersehen habe. So, komm schon, letzte zwei Spinnen. Sind sicher nicht die letzten, aber trotzdem. Na, vier Spinnen. Okay,
Das wird schwierig. Definitiv. Nee, das ist mir zu schwierig. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man stirbt. Ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren möchte. Komm schon. Na, geh endlich drauf, verfluchter letzte Gegner. Okay, haben wir wenigstens einen geheimen Auftrag mal geschafft. Leider halt sehr viel Leben verloren. Ja, leider. Das war sehr blöd. Müssen wir hier einen Gang entlang oder da durch die Tür? Versuchen wir mal die Tür hier vorne. Obwohl, ich glaube, die gehen beide in den gleichen Raum. Oder? Okay, nee, nicht ganz. Aber hier hinten ist noch ein blaues Fragment oder eine blaue Kugel. Das habe ich gerade nicht ganz gesehen. Auf jeden Fall eins von beiden ist da auf jeden Fall noch hinten. Ja, und hier oben ist noch was versteckt. Ein Teufelsstern, natürlich. Ist aber auch gemeint, dass die in so einem beschissenen Winkel noch treffen. So. Das sollte ja kein Problem sein. Okay, wir müssen das hier irgendwie lösen. Wie machen wir das am besten? Das war's mal nicht. Nee, das war's ganz und gar nicht. Dann resetten wir das Ganze mal. Das gibt's doch nicht. Okay, gehen wir mal vom Ausgang zurück. Wir müssen eigentlich irgendwie hier hinkommen. Also hier nach oben.
Okay, ich verstehe es. Jetzt macht's mehr Sinn. Ah, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und wir haben da irgendein neues Objekt. In Orihalcon. Natürlich. Alles nur für das Orihalcon. Das heißt, die Statue hier vorne war scheinbar nur Verarsche. Ah, so dumm. Da haben wir uns wieder unnötig treffen lassen. So, mal schauen, für was brauchen wir denn das Orichalkon? Brauchen wir das hierfür? Also für die Tür hier oder fürs anderes. Ja, auf jeden Fall können wir hier nochmal Ausrüstung ändern, wenn wir das möchten. Wo haben wir denn die Objekte? Wir könnten uns noch eine Kugel holen. Oder wir sparen einfach mal für ein bisschen Heilung. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, ich beende den Part an dieser Stelle auch schon wieder. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr passen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry 3 wieder. Ciao.